Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Ghosts, die Kampagne. Wir machen natürlich weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sind jetzt hier im Hauptquartier und laufen wir einfach mal hoch. Ach, das ist unser Vater. Der ist auch mit von der Partie. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Dad, sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad. Hört zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hört zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Geht nach Hause. Und dann würde ich mal sagen, auf los geht's. Wir nennen es Niemandsland. Mit Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Sieht gut aus. Scannerbereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Schalt sie aus! Wir sind jetzt hier also im Niemandsland und wir haben eben mit Riley die Gegner angegriffen. Also quasi aus der Hundeperspektive. Das ist ja echt interessant, muss ich sagen. Wir sind jetzt quasi hier hinter den feindlichen Linien. Und sind jetzt hier bei unserem alten Zuhause. Wenn ihr euch an die Statue erinnert, die hat man in der ersten Folge, ganz am Anfang, wo wir da zum Haus gerannt sind, sind wir auch an dieser Statue hier vorbeigelaufen. Das ist quasi unser altes Elternhaus hier. Mein Gott. Alles verwachsen, zerstört. Sieht schon heftig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bis jetzt gefällt mir das, wir sind natürlich ganz am Anfang der Kampagne, aber ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Szenario wirklich gut. Hey, sieh dir das an. Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Das heißt wohl, wir sollen weiter. Mein Gott. Die Szene kennt man ja auch aus dem Trailer hier. Sieht schon gewaltig aus. Scheiße. Da ist einfach mal die Kirche
in die Tiefe gestürzt, beziehungsweise das, was von der Kirche noch übrig war. Kaputte Autos überall. Logan, mit Riley synchronisieren. Mit Riley synchronisieren? Mit Riley synchronisieren. Wie synchronisiere ich denn mit Riley? Und los geht's. Ah, so. Gut, die Weste ist mit deiner Kamera synchronisiert. Damit leitest du ihn. Egal wohin, er wird dir folgen. Sieh dich an. Ich sehe zwei Ziele voraus. Sie sollen sich trennen. Ist ja echt cool, dass man hier als der Hund, dass man hier als Hund spielt. Den Nahen zuerst ausschalten. Und da haben wir den ersten ausgeschaltet. Wo ist der andere hin? Das finde ich mal echt wirklich eine. Das finde ich mir echt wirklich eine geile Idee, eine gelungene Idee, vor allem, dass man hier als Riley spielen kann. In Ordnung, Logan. Quasi. Die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler. Wirklich lustig. Oh, Kacke, da sind ja noch mehr. Warte, ein Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Bam, die Wache ist schon mal in dem Gelände. Und den anderen Typen haben wir auch gleich mit erledigt. Mein Gott. Und jetzt sind wir hier quasi wieder zu unserem Soldaten geswitcht. Finde ich wirklich geil gemacht. Wirklich. Wuff, wuff. Jo, alles klar, brech durch die Tür. Mir nach. Kraskowski. Wollte eigentlich einen Hundeangriff ausführen. Los, komm Riley, mach ihn fertig. Yeah! Braver Hund! Nachher bekommst du ein Leckerli! Die hätten wir auch erledigt! So muss das sein! Was haben die eigentlich für Waffen? AK-12 ist ja fast so wie bei Battlefield 4 hier! Da hat man auch ganz am Anfang die AK-12, also ich kann jetzt nicht von der Kampagne sprechen, die habe ich nicht gespielt, aber im Multiplayer ist die AK-12 das erste Sturmgewehr, was man da benutzen kann. Da ist noch einer, da lebt noch einer, einer hat überlebt. Schnappt ihn euch, er will abhauen. Ha! So nicht, mein Freund. Weit kommst du hier nicht. Weiß gar nicht, ob wir jetzt eigentlich schon zu den Ghosts gehören. Also ob diese ganze Truppe da, wo wir, die unser Vater da leitet, ob das alles diese Ghosts sind oder ob wir da auch die erst noch treffen. Oder ob das eigentlich nur so ein Mythos ist in diesem ganzen Spiel. Ich hab... Oh, shit, Granate. Ich habe eigentlich gar keinen Plan. Man weiß ja auch bis jetzt noch relativ wenig von dem Spiel eigentlich. Was bei den anderen COD-Teilen ja eigentlich vollkommen anders war. Da drin ist noch einer. Und noch einer. Shit. Wo ist der Banause hin? Der Scharlatan. Da kriecht die Sau. Jetzt nicht mehr. Viking 1, wir erhalten Berichte von hoher Feindaktivität weiter vorn. Wenn ihr euch beeilt, solltet ihr sie abfangen können. Roger. Bewegung. Beweg dich, Mann. Deckung.
Schön gemacht, Riley. Auf dich ist wirklich immer Verlass. Warum seid ihr einfach die Treppe runtergegangen? Müsst ihr da cool da drüber jumpen? Schlitterpartie. Die Spuren sind frisch. Sie sind wohl hier lang. Na komm, Riley. Fahrzeuge nähern sich nach rechts. Oh shit. Ihr seht uns nicht. Wir sind unsichtbar. Wir sind unsichtbare Geister. Oh ja, ihr könnt uns nicht sehen. Wir sind lautlos. Lautlose Killer. Ninjas, quasi. Oh ja, das sind wir. Nachzügler da rechts. 2 Uhr. Ausschalten. Ha! Riley ist der Elite-Soldat unseres Teams, sozusagen. Jackpot. Stalker haben ein riesiges feindliches Lager genau vor uns. Er geht ja auch quasi voll in Deckung. Riley, der weiß, was Sache ist. Der weiß, was Sache ist. Und los geht's. Hohe Feindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Jetzt schlüpfen wir wieder in die Haut von Riley. In das Fell, besser gesagt, von Riley. Nicht vergessen, langsam und vorsichtig. Riley im Gras verstecken. Sir, yes, sir. Mein Gott, wir sind hier umzingelt von Feinden. Das sollte klappen. Da ist einer, den müssen wir jetzt wohl ausschalten. Da haben wir leider, hatten wir leider keine andere Möglichkeit, als diesen Gegner auszuschalten. Mal sehen, was hier vor sich geht. Den hätten wir auch. Mein Gott, diese Anspannung hier. Tja, wo gehen wir jetzt am besten lang? Gehen wir nochmal hier weiter, würde ich sagen. Der Typ auf dem Anhänger. Siehst du ihn? Das sieht doch gut aus. Jo, ich sehe ihn. Mal sehen, was hier los ist. Außer Sicht bleiben. Oh. Ist eine der Wachen alarmiert. Das war die falsche Taste. Gut. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Hark, was ist los? Man könnte meinen, du hast einen Geist gesehen. Das scheint mir einer von den Ghosts zu sein. Das ist wirklich zu schade. Was? Nein! Verdammt! Das war, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Fail. Gut. Hast du die Maske von dem Kerl gesehen? Wie schön, dass du hier bist. Hark, was ist los? Man könnte meinen, du hast einen Geist gesehen. Von mir erfährst du gar nichts. Das ist wirklich zu schade. Hey, du hast doch nicht geglaubt, dass ich es dir leicht mache. Oh nein, wir beide haben wirklich viel Nahrung. So ein mieses Schwein. Bringt alles zur Feuerbasis, Charlie. Und ihn auch. Operation Heimkehr fährt wie geplant fort. Feuerbasis, Charlie. Ob
Operation Heimkehr. Viking, wie lautet eure Position? Ihr Jungs haut mal besser rein und kommt, sonst bleibt ihr hier zurück. Verstanden. Sind auf dem Weg. Markiere den Sammelpunkt. Okay, dann wollen wir mal. Wir treffen uns am Ausgang. Ich hol dich da raus. Raus, Riley. Keine Sorge, die lassen dich nicht zurück. Unseren treuesten Kameraden. Leite Riley zum südlichen Sammelpunkt. Den hätten wir noch ausgeschaltet. Und da ist er wieder, der gute Riley. Er hat's geschafft, mein Gott, was für eine Leistung. Und jetzt wollen wir hier mal uns vom Acker machen. Riley, nicht so schnell. Was ist mit dem Hund los? Riley, bei Fuß. Wow, etwas langsam. Irgendwas stimmt nicht. Was ist los, Junge? Shit. Wölfe! Mein Gott, linke Maustaste, ich drück ja schon wie ein Wahnsinniger! Riley hat uns gerettet! Riley! Nein, Riley! Oh mein Gott! Hey, danke, Mann. Hey, das ist einer von den Ghosts. Es ist einer von den Ghosts. Verloren aus sind wir nicht. Wir haben unser Ziel gefunden. Eric, Walker, ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Wird er vermisst? Ja. Yeah. Ajax. Okay, wir haben... Alles klar, Riley, alles gut? Mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Riley. Yes, sir. Riley, Biley. Na los, komm. Siehst du, geht auch schon wieder. Du bist ein Kämpfer. Ein Kämpfer bist du. Stillhalten, sie rücken ab. Alles im Zeitplan. Ja, das Tor ist wohl etwas kaputt. Und dann wollen wir uns mal durchkämpfen hier. Mensch, was rumpst denn hier so? Ja, ich weiß, tut mir leid. Du bist aber meine Schussbahn gelaufen. Was soll ich da machen? Wenn du einfach reinrennst wie ein Irrer. Damit hast du nicht gerechnet. So, die beiden hätten wir auch erledigt. Der ist schon tot. Mal weitergehen hier. Los, komm rauf hier. Keine Mündigkeit vorschützen. Keegan, geh vor! Bring uns in Richtung Stadion! Ajax hat nicht mehr lang. Ajax war, ist anscheinend der eine Ghost, der da gefangen genommen wurde. Schatten und verschwanden im Licht. Außerhalb der Mauer lag ihr Ruf über dem Niemandsland wie eine Wolke aus Furcht.
Eine viel effektivere Waffe als aller Stahl der Welt. Merrick und Keegan, das waren die Männer, von denen Dad sprach. Die Ghosts. Und jemand legte sich mit ihnen an. Sie waren unterwegs nach San Diego, Föderationsgebiet, um ihren Mann Ajax zu suchen. Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu ihnen gehören. Niedergeschlagen. 7. Juni 1932. Besetzte San Diego. Jo, Freunde, ich würde mal sagen, ich werfe hier mal einen schnellen Break rein und die Umgebung scannen wir beim nächsten Mal. Haut rein, bis dahin. Ciao.